Hallo und herzlich willkommen, meine Ladies and Gentlemen, zu einer neuen Folge Tech Pack Opening. Wie ihr seht, der Tisch ist wieder packenvoll. Ich wollte eigentlich versuchen, dass ich da ein bisschen weniger in den Folgen dran nehme, aber es ist tatsächlich auch so, denn wie ihr hier sehen könnt, ja, ist einfach zweimal genau das Gleiche. Denn wie es so kommt, gibt es in manchen Firmen halt eben mehrere Marketingmanager, die dann halt eben auf der Suche nach Influencern sind, denen sie ihre Geräte schicken können, um halt da mal zu gucken, ob die vielleicht ein bisschen Werbung da für das Produkt machen. Und für Lotmax habe ich ja schon das ein oder andere Review gemacht, damals auch mit Instinct2Be zusammen. Da hat er ja den 3D-Drucker zusammengebaut. Das war tatsächlich genau dasselbe Gerät, das war der SC10 Shark. Aber das hier ist der SC10 Shark V2. Also das ist quasi genau wie der 3D-Drucker, den wir damals gemeinsam vorgestellt haben. Nur, dass das hier eine etwas verbessertere Variante ist. Ich werde einen davon mal auspacken und mir mal ein bisschen näher angucken, was da so unter der Haube steckt. Und ich denke aber, das werden nur ein paar kleinere Verbesserungen sein. Das kostet auch fast dasselbe. Deswegen, ich denke mal, so viel wird sich da nicht geändert haben. Ob ich nochmal ein separates Review dazu mache, das wird sich dann in Zukunft zeigen. Aber auf jeden Fall werde ich mir das Ding mal privat ein bisschen angucken. Wenn ihr Bock da auf ein Review habt, haut es mal in die Kommentare rein. Je nachdem, wie viele Kommentare dann da stehen und die sagen, hey, yo, mach mal. Gucke ich da, dass ich das auf jeden Fall ein bisschen beachten werde. Die packe ich jetzt aber erstmal auf die Seite. Ja, boah, weil die Dinger sind ganz schön schwer und die nehmen ganz schön viel Platz weg. Weil dann haben wir so auf jeden Fall erstmal ein bisschen mehr Platz hier wieder. Und ich habe hier quasi noch einen Seitentisch. Optimal. Und dann wollen wir mal gucken, was wir hier in den anderen Paketen noch so drin haben. Ich mache erstmal hier so das hier auf. Machen wir das hier einfach mal zum Schluss. Weil wenn da das drin ist, was ich denke, was da drin ist, dann ist das auf jeden Fall ziemlich nice. Und ja, so mit dem Geilsten aufhören, warum nicht? So, was haben wir hier drin? Ich muss dazu sagen, ich habe ein paar Sachen selbst bestellt und ein paar Sachen habe ich halt auch kooperationsmäßig zugeschickt bekommen. Deswegen wundert euch gar nicht, da unten Dauerwerbesendung steht ja bei jedem TechPack-Opening-Video. Aber ich möchte das Transparenz halber nochmal dazu sagen. Wir haben quasi, ne, die Dinger hier waren natürlich gesponsert. Aber ich glaube tatsächlich, der ganze Rest, den ich jetzt auspacke, ist nicht mehr gesponsert. Wie zum Beispiel das hier. Ich habe mir 5 PC-Lüfter bestellt, 12 Volt. 120 mm, weil ich mir überlegt habe, das war noch ein relativ günstiges Pack von Amazon, weil ich mir halt überlegt habe, für meine Resin 3D-Drucke so eine kleine Box zu bauen, wo ich so ein paar UV-Lampen reinpacke und halt eben auch Lüfter, weil ich habe gemerkt, dass die Resin Prints, nachdem ich sie halt eben, wenn ich sie nur in die Washing Cure Station zum Aushärten reinpacke, dann ist da nicht so diese Belüftung da. Dann bleibt manchmal so ein Glanz auf der Oberfläche und das ist nicht so cool, weil na, so, wenn man einen matten Look haben will, dann muss das schneller trocknen und aushärten gleichzeitig und deswegen bauen wir uns da einfach mit dem Lasercutter und hier so ein paar Lüftern und ein paar UV-Lampen einfach selber so ein Ding. Hier haben wir dann noch so zwei schöne Pakete und übrigens nicht wundern, ich habe ein paar Kollegen hinter der Kamera sitzen, also wenn hier und da mal ein kleiner Einruf reinkommt, dann ist das natürlich vollkommen in Ordnung, aber ich denke mal, hier werden wir uns auch mega drüber freuen, denn haben wir zweimal bestellt, einmal für mich und einmal für einen Kollegen, weil ja, wir haben in letzter Zeit so ein bisschen, wollt ihr haben schon? Wollt ihr gucken? Wir haben nämlich in letzter Zeit mal so ein bisschen abends uns hingesetzt, ein bisschen Poker gespielt und ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, so ein paar Runden Poker, so unter Jungs oder so oder auch mal mit Mädels dabei oder so, ist auf jeden Fall eine coole Sache. Vielleicht noch einen schicken Whisky dabei, die ein oder andere Zigarette. Ja, das ist schon auf jeden Fall eine nice Sache. Geselligkeit ist immer was Schönes, gerade jetzt nach dieser ganzen Zeit so, ist das echt was Nices und ja, wenn man Poker spielen will, dann ist es natürlich richtig geil, wenn man anständig nice Karten hat, die natürlich ultra sick aussehen. Und wir haben hier sogar ein Zertifikat direkt vorne mit dabei. Ich komme mal ganz kurz nach vorne. 24 Karat Gold, 99% Pure, ist halt mit Blattgold besetzt. Aber hier haben wir solche Karten. Und damit ihr das mal so sehen könnt, ich zeige euch einfach mal hier so, ja komm, ich nehme einfach mal hier so ein paar Stück in die Hand. So. Und dann zeige ich euch die aufgefächert. Die sehen natürlich ultra geil aus. Die sind noch ein bisschen glatt. Na, verdammt. Die sind noch ein bisschen glatt. Aber sieht auf jeden Fall richtig, richtig cool aus. Ja, also jetzt hier der König, die Dame, Bube. Ja,
So einfach schwarz mit dann hier so Gold- und Silberakzenten. Ist auf jeden Fall richtig cool. Wir müssen halt echt nochmal gucken. Hier sind sogar, ist mit Joker auch dabei. Die sind halt echt ein bisschen sehr glatt, weil, und das ist halt ein Vorteil, also ein Vor-Nachteil. Denn der Vorteil davon ist halt eben, die sind halt aus Plastik. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie ein Getränk oder sowas auskippt, sind die Karten nicht hin. Das ist gar kein Problem. Einfach abwaschen und dann ist wieder alles gut. Nachteil ist halt eben das, was ich gerade gesagt habe. Die Dinger sind halt ultra glatt. Da muss man halt irgendwie gucken, vielleicht wenn man ein bisschen spielt, dass, keine Ahnung, ein bisschen Dreck drankommt oder sonst was. Und dass die dadurch halt ein bisschen griffiger halt einfach werden. Das wäre halt einfach nice. Aber ansonsten so, ich glaube, damit nochmal Poker zu spielen, das ist... Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. So, was haben wir hier drin? Ganz kurz mal schauen. Das Paket ist so richtig blöd zusammengemacht. Also, das geht gar nicht so gut auf. Oh, Digga, was ist denn das? Eine Smartwatch? Smartwatch, your sports partner. Mit Alexa built-in. Okay. Von Qboard. Ah, okay, okay. Ja, stimmt, die haben mir geschrieben, dass die mir mal eine Smartwatch zuschicken wollten. War aber eigentlich schon richtig lange her. Also ich habe schon fast gar nicht mehr damit gerechnet, dass sie ankommt. Ja, haben die mir auch mal so zugeschickt hier fürs Tech Pack Opening zum Auspacken. Auch da, ich werde die mir privat mal anschauen. Wenn ihr da irgendwie ein Video zu haben wollt oder so, haut's in die Kommentare. Weil auch da war jetzt nichts weiter. Erstmal mit dem Hersteller abgemacht, dass ich da noch ein Review zu mache. Aber wie gesagt, ich gehe natürlich gerne auf Community-Wünsche ein. Und je nachdem, wie viele Leute da halt sich das wünschen, ja, lasse ich mich vielleicht dazu überreden, da was zu machen. So, was haben wir hier drin? Schauen wir mal weiter. Perfekt. Ich habe mir hier schwarze latexfreie Handschuhe bestellt, weil wenn ich mit Resin arbeite, mit den Resin 3D-Drucken, dann brauche ich immer ein paar Handschuhe. Und natürlich, das sind immer so ein paar Einweghandschuhe, so weiße Dings, Scheiße dabei. Aber für die Videos sage ich euch so, wie es ist. Nicht nur für die Videos, aber auch so, es sieht einfach geiler aus. So, wie typisch so Tätowierer-Style, schwarze Handschuhe. Und wenn ihr da mit dem Resin und mit den Sachen hantiert, sieht einfach nicer aus. Und ja, ein 100er-Pack. Kann man eigentlich nie genug von haben, gerade wenn man halt eben solch ein Hobby betreibt. Und ja, können wir den Müll hier nebenbei schon mal direkt sammeln, dann habe ich das gleich mit dem Aufräumen ein bisschen einfacher. Was haben wir hier noch drin? Zack, machen wir das mal auf. Ah, perfekt, perfekt, perfekt. Denn ich habe ja diesen kleinen Tony Stark, vielleicht blende ich euch den jetzt hier irgendwo mal ein. Schaut auf jeden Fall immer auf Instagram vorbei, auch dort heiße ich Schimmermedia HD, habe ich ein paar Posts zu gemacht. So einen kleinen Tony Stark Büste gemacht mit dem Arc-Reaktor, dem dreieckigen, der tatsächlich leuchten kann. Und zwar habe ich mit dem Lasercutter unten so eine kleine Box gemacht, da sitzt eine kleine Knopfzellenbatterie drin. Die habe ich aber direkt verlötet, weil ich hatte genau sowas hier nämlich nicht. Das hier sind so Halterungen für Knopfzellenbatterien mit Plus und Minus, dass ich quasi halt einfach das dann in meine Schaltung mit einlöten kann und dann hier die Knopfzellenbatterien bei Bedarf immer auswechseln kann. So wie ich das jetzt gemacht habe, war eine Notlösung. Das sollte man eigentlich so nicht machen, gerade an Batterien löten. Eigentlich eher weniger. Ist nicht unbedingt gut, da so mit Hitze ranzugehen. Das kann auch mal ganz, ganz, ganz böse ins Auge gehen. Aber ich habe das jetzt auch nur so halbwegs und dann halt mit Schrumpfschlauch ein bisschen gemacht. Hätte auch wahrscheinlich gehalten, wenn ich das mit dem Lötkolben gar nicht gemacht habe und nur mit dem Schrumpfschlauch gemacht hätte. Aber das hier ist auf jeden Fall die sichere Variante. Das heißt, wenn ihr ein Projekt habt, wo ihr mit solchen Sachen arbeitet, dann besorgt euch auf jeden Fall anständige Batteriehalterungen. Weil, ja, die kosten nicht viel und euer Projekt ist dadurch auch noch langlebiger, weil ihr könnt die Batterien viel einfacher austauschen. Apropos Batterien, hier haben wir 9-Volt Batterien, die brauche ich auch hin und wieder mal für diverse Projekte, wenn ich irgendwas mit LED-Stripes oder sonst was mache, denn ja, da kann man auch mal ein paar coole Sachen auf jeden Fall mitmachen. Batterien kann man nie genug haben. Und dann müsste hier wahrscheinlich noch das Pendant drin sein, mal schauen, jawohl, genau. Hier haben wir nämlich noch die Dinger für normale AA-Batterien, quasi auch nochmal genau dasselbe wie das hier. Hier, das ist übrigens für zwei Knopfzellenbatterien. Das hier ist jeweils für eine AA-Batterie und das hier ist jeweils für eine Knopfzellenbatterie, aber direkt an dem Ding hier mit Schalter, falls man mal irgendwo keinen separaten Schalter verbauen möchte, sondern hier direkt einfach nur so ein kleines Ding haben möchte. Hier direkt einen Schalter mit einer Knopfzellenbatterie drin und dann damit direkt eine einzelne LED oder sonst was ansteuern möchte, dann hat man da keinen Stress mit. Und hier haben wir noch ein separates Paket. Ah, hier müssten wahrscheinlich dann die Knopfzellenbatterien drin sein. Ja, perfekt, perfekt, perfekt. Habe ich mir ganz viele CR2032 geholt. Einfach hier verschiedene Packungen.
weil diese Batterien ja, verwende ich in vielen Projekten oder auch für, das sind die Standardbatterien, die auch bei den LED-Fernbedienungen mit reinkommen und da kann man auf jeden Fall auch nie genug von haben, beziehungsweise lieber hat man sie da und braucht sie nicht, als dass man sie braucht und sie nicht da hat. Deswegen. Und dann haben wir hier das letzte Paketchen, etwas größer und ja, in dem Fall wirklich last but not least. Ich weiß noch nicht, ob das drin ist, was ich vermute, was drin ist, aber ich hoffe es, weil dann wird das auf jeden Fall ein cooler Abend heute Abend. Gucken wir mal. Na. Jawohl, sind auf jeden Fall schon mal zwei Pakete drin. Oh yeah. Die sind sogar beide gleich groß, aber der eine ist etwas, oh ja, der eine ist etwas schwerer. Dann, weil wir haben nämlich zwei davon bestellt. Ich sag noch nicht was, bis man es sieht. Also das hier ist das schwerere und das hier ist das leichtere. Dann machen wir als erstes das leichtere, weil das leichtere ist das, was nicht für mich ist. Und das schwerere ist wahrscheinlich das, was ja dann für mich ist. Und es ist auf jeden Fall auch schon das, was es Dings, weil ich habe schon ein kleines Foto gesehen an der Seite. Gucken wir mal. Nice, Alter. Ich glaube, es ist sogar tatsächlich von derselben Marke, weil sonst wäre es, glaube ich, nicht in einem Paket verpackt und nicht so identisch irgendwie. Ich glaube, es könnte wirklich von derselben Marke sein. Könnte ich mir gut vorstellen. Alter, ultra nice. Richtig gut. Man muss dazu sagen, es ist ein Pokerkoffer. Man sieht es ja schon. Es ist ein Pokerkoffer. Wir haben zwei verschiedene bestellt. Einen für, was hat deiner noch gekostet ungefähr? 40? 40 Euro? Der eine hat 40 Euro gekostet, der andere ein Huni, gell? Oder? Auf jeden Fall teurer. Also ich habe, also wir haben, oder 60 oder so? Oder 50 war meiner? 60. Der einer für 60, einer für 40. Also auf jeden Fall der eine etwas günstiger, der andere etwas teurer. Und dann können wir auch direkt mal so einen kleinen Vergleich wirklich vielleicht mal kurz machen. Ich muss mal, na, wobei hier unten, das lasse ich einfach mal so. Mache ich den jetzt erstmal hier ganz kurz auf. Ja, hier schöner Pokerkoffer. Gepolstert. Wir haben Würfel dabei. Wir haben Dealer, Small Blind, Big Blind, zwei Kartensets. Hier noch Schlüssel für den Koffer, dass man ihn noch verschließen kann. Hier natürlich eine Anleitung, halt auch nochmal mit der Erklärung von den einzelnen Blättern, die man bei Poker so haben kann. Ein Würfel ist nach hier gerutscht. Und wir haben hier auch 500 Chips. Wir haben hier zwei Stacks rote, drei Stacks schwarze. Hier ist nochmal so Pappdinger mit drin. Braucht man, glaube ich, eigentlich nicht da drin unbedingt. Dann haben wir lilane, grüne und weiße. Weiße sind meistens dann die Einer. Rote sind meistens dann... Ich meine, rote waren eigentlich meistens die 50er. Und die schwarzen waren eigentlich immer die 100. Aber hier wird es, glaube ich, genau umgekehrt sein. Aber das kann man ja selber dann ausmachen, wie man dann möchte. Im Endeffekt kann man ja die Werte von den Chips dann selber bestimmen, solange sie halt nicht draufstehen. Und hier stehen sie halt nicht drauf. Dann kann man das, glaube ich, dann einfach selber bestimmen. Das wäre hier der eine Koffer. Jetzt machen wir den anderen Koffer nochmal auf. Qualitativ finde ich den Koffer auf jeden Fall schon sehr gut. Die Chips sind auch absolut in Ordnung aus. Karten haben wir sowieso eigene, deswegen werde ich die jetzt nicht nochmal genauer angucken. Aber, und das ist das, was ich krass finde, dieser Koffer hier hat auch 500 Chips. Ja, und wahrscheinlich sogar dieselbe Größe. Wiegt aber etwa doppelt so viel. Ich vermute jetzt einfach mal, dass das daran liegt, dass die Chips vielleicht mehr wiegen oder so. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, woran das liegt. Von der Verpackung und auch hier das Bild an der Seite. Also ich glaube, es ist tatsächlich einfach wirklich von derselben Firma. Anders kann ich mir das nicht erklären. Es ist genau gleich verpackt, genau dieselben Sachen so dran, aber irgendwie, ja, einfach doppeltes Gewicht. Alter, 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 Alter. Es ist halt wirklich wesentlich schwerer. So, machen wir das mal auf. Also, ihr seht halt auch, ne, das sind genau, die von außen sind das exakt die identischen Koffer. Nur das eine teuer, das andere günstig. Und die Anordnung, also ja, ist auch genau gleich. Die Farben sind ein bisschen anders. Und das ist, okay, hier muss man auch wirklich dazu sagen, die Chips sehen schon geiler aus. Weil die haben so einen Holo-Effekt. Fokus. Ja, die haben so einen Holo-Effekt. Kann man so vielleicht ein bisschen sehen, wenn ich so hin und her mache. Und hier stehen auch die Zahlen drauf. Also grün ist jetzt hier in dem Fall 25.
Schwarz, mal gucken, ob ich richtig lag. Das waren nämlich bei uns immer die 100er, genau so wie ich gesagt habe. Schwarz die 100er, rot waren die 5er, glaube ich. Ja, rot die 5er, lila die 50er. Nee, oh, 500er, tatsächlich 500er. Dann sind blau, okay, dann sind blau die 50er. Dann haben wir hier noch gelb für 1000, Alter. Und dann noch hier so anderes Lila. Ich bin ein bisschen farben, Leute, seht's mir nach. Für 10er auf jeden Fall. 500 Chips, auch hier wieder Würfel dabei. Schlüssel dabei, um den Koffer zuzumachen. Dealer-Button, Big Blind, Small Blind. Zwei Kartendecks. Und ja, im Grunde genommen, beide tun's. Ja, ich sag euch so, wie es ist, beide tun's. Auf dem teureren stehen halt eben die Werte auf den Jetons mit drauf. Auf den günstigeren halt eben nicht. Ja, aber man kann sich auch irgendwo aufschreiben oder eigentlich merkt man sich das für die paar Farben. Okay, schwarz ist 100, grün ist 25, das ist das, das ist das. Das hat man einmal schnell durchgesprochen und dann ist das eigentlich gut. Und ich vermute halt mal halt einfach nur hier die Chips. Das merkt man auch so, wenn man so eine Rolle in die Hand nimmt. Die sind halt einfach schwerer und ja, aber im Endeffekt, das ist ja nur der Einsatz und dann passt das ja schon. Ich finde es auf jeden Fall cool. Wir starten jetzt sogar direkt, bevor ich noch das Video anfange, überhaupt erst zu schneiden oder sonst was, starten wir hier direkt eine kleine Pokerrunde, weil ist cool. Und wenn ihr auch mal eine Runde pokern wollt, schaut mal unten in die Videobeschreibung rein. Da ist die ganze Scheiße hier verlinkt. Also auch das Kartendeck würde ich euch empfehlen, mit dazu zu nehmen, weil sieht einfach ultra sick aus. Und wenn euch bei den anderen Sachen noch irgendwas gefallen hat, wie gesagt, alles unten in der Videobeschreibung zu Deal Heroes verlinkt, ist eine Preisvergleich-Webseite. Das heißt, solltet ihr irgendwas von dem, was ihr hier heute gesehen habt, irgendwo anders günstiger finden, dann lasst mich das über das Kontaktformular wissen, weil dann werde ich das direkt mit auf die Webseite mit integrieren, sodass wir in der Community immer vom besten Preis aktuell profitieren. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, Däumchen nach oben, würde ich mich sehr darüber freuen. Haut ein bisschen was in die Kommentare und natürlich Glocke abonnieren, andersrum. Und natürlich abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen, kostet euch kein Geld, gebt mir einen großen Support und ermöglicht mir weiterhin solche Videos für euch zu machen. In diesem Sinne, haut ihr rein, bis zum nächsten Mal. Verdammt, fast ohne Schnitt geschafft. Fast ohne Schnitt geschafft. Yeah. Okay. Die sind echt extra geil.